Gut, also wir sind wieder da. Jetzt in der jetzigen Zeit typisch, irgendwelche Zeltgestänge sind aufgebaut, Planen sind drüber, darunter sitzen Menschen, freuen sich, trinken sich ein. Wir nehmen jetzt mal so ein Zelt mit 6 Meter Länge, 3 Meter Breite und die Stangen sind hier oben, also diese hier, die sind jeweils 2 Meter lang. Frage, wie lang ist dann die oberste Stange? Na denn, brauchen wir mehrere Erkenntnisse. Jetzt ist diese Aufgabe zugegebenermaßen ganz fies gewählt. Wir haben hier das Zelt und oben diese Stange ist gesucht. Jetzt könnte man sich doch das Zelt so vorstellen, entweder es baut einer ein Zelt, nur von der Seite gesehen, also nur von dieser Seite gesehen. Entweder es baut einer ein Zelt so, stellt die Giebel gerade, oder es baut einer ein Zelt. Mal übertrieben gesagt, das ist der untere Teil, der bleibt so, dass es ganz flach zusammenlegt, sodass hier praktisch gar keine Überhöhung dieser Giebellinie auftritt, ne? Also entweder die Giebellinie ist komplett 6 Meter lang oder die Giebellinie ist wie lang. Und jetzt könnte man sagen, naja, das wie lang kriegt man raus, indem man sich diesen gelb markierten Bereich nochmal als extra Dreieck macht, ne? Dann habe ich hier die Seitenhöhe, nochmal ein extra Dreieck dazu. Und die Seitenhöhe lässt sich ganz einfach mit Pythagoras errechnen, wäre 1,3 Meter. Also kann ich sagen, ja, genau. Entweder ich sage volle 6 Meter, das wären 6 Meter, oder ich sage, die ist bloß so lang wie 6 Meter minus 2 mal HS. Demzufolge, das sind praktisch Grenzwertbetrachtungen, mal so, mal so. Demzufolge bleibt jetzt, einen kleinen Moment. Bleibt bloß noch zu überlegen, ja, jetzt fehlt uns natürlich eine Größe und jetzt machen wir uns einen Spaß und diese Seite hier, jetzt wird es ein bisschen böse, diese 2-Meter-Seite, die steht zur gedachten Fläche, die sich hier bewegt, zur gedachten Fläche, steht diese Seite 45 Grad groß. Vorsichtig. Diese grüne Hilfslinie hier, dieses Winkels, dieses 45 Grad Winkels, die geht in die Fläche des Zeltes hinein. Jetzt brauchen wir eine extra Skizze. Also nochmal. Diese 2 Meter Linie, die steht in die Fläche hinein mit 45 Grad. Also diese Linie, diese aber auch. Bloß hier lässt sich das schwer machen. Hier wäre der Winkel so. Hier wäre der Winkel so. Und da hinten würde man direkt auf den Winkel drauf gucken. Würde man gar nicht sehen. Na denn, jetzt wird es spannender. Ich habe eben gerade was vorgeführt. Wenn ich mir ein Geodreieck schnappe, was ja hier 45 Grad hat. Und ein anderes Geodreieck. Ne, das muss natürlich, müssen gleich groß sein. Da kann ich mir vorstellen, dass die Hypotenuse 2 Meter lang ist. Und wenn ich die so gegeneinander halte, dass dann hier eine 3-Meter-Seite entsteht, dann komme ich der ganzen Sache näher. Wie kann man jetzt weiter rechnen? Das ist die Aufgabe. Wenn ich mir ein Geodreieck schnappe und sage, das wären 2 Quadratmeter, dann kann ich da sagen, nach Pythagoras, a Quadrat plus a Quadrat ist 2 Meter in Klammern zum Quadrat. Also, 4 Quadratmeter ist gleich 2 mal a Quadrat durch 2 teilen. A muss Wurzel aus 2 Quadratmeter sein. Also habe ich hier jetzt, und jetzt kommt der Trick an der ganzen Sache, hier drin habe ich ein Dreieck liegen. Und um dieses Dreieck geht's. Und wenn ich mir dieses Dreieck nochmal angucke, dann sage ich, naja, das ist vielleicht kein rechtwinkliges Dreieck. Also das hier gilt nicht, ne? Also ich kann nicht unbedingt sagen, dass es rechtwinklig ist. Aber ich weiß, das ist 3 Meter und jede Länge ist Wurzel aus 2 Meter. Wurzel aus 2 Meter. Also Gamma ist, weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber ich komme weiter. Und wenn ich das habe, na, dann habe ich den Rest auch. Warum? Denn das liegt auf dieser Fläche hier, dieses blau schraffierte Dreieck, das liegt hier auf der Dachfläche. Und da liegt auch dieser Winkel drauf an. Da steht mein Geodreieck drauf. Und dann komme ich weiter. Und dann kann ich sagen, naja, und von diesem Ding jetzt hier die Höhe zu ermitteln, sagt mir ganz genau, wie weit geht die rote Stange hier, wie weit wirft die rote Stange den Schatten. Also wenn ich die rote Stange jetzt hier auf das
Zwischendeck sozusagen abbilde, dann habe ich hier die rote Stange, hier ist die Stange nochmal und hier liegt mein schraffiertes, mein blau schraffiertes Dreieck. Hier drin liegt das. Und das haben wir hier über diese Tour ganz leicht ausrechnen. Und wenn ich diese Höhe dieses Dreiecks noch rauskriegen will, also Höhe, haha, Höhe Hilfsdreieck, dann weiß ich ganz genau, denn dann schließt sich ja ab da diese rote Linie an, wie groß das ist. Na dann, rechnen Sie mal aus. Gut, jetzt entsprechend hier raus, ich habe das mal in grün gemacht, vorhin hatte ich es in blau, das wird mir alles zu blau, dann das könnte man mit HS verwechseln. Dieses liegende, auf dem Zwischenboden sozusagen liegende Dreieck, das habe ich hier nochmal extra gemalt. Ich habe hier also die Länge Wurzel aus 2 Meter. Das schreibt man auch so, weil wenn ich das dann quadrieren muss, und beim Pythagoras geht es ja immer darum, ich habe nämlich hier einen rechten Winkel, also kann ich dann damit sofort quadrieren und kann sagen, das sind dann 2 Meter. Hier dieses halbe Dreieck nochmal rausgenommen, heißt 3 durch 2, 1,5 Meter, HH, ne? Höhe, Hilfshöhe, zweimal genommen und dieses abgezogen von 6 Metern wird nämlich L ergeben und dann haben wir es. HH ist einfach, wir schreiben H, H Quadrat ist gleich, das gleich quadrieren ist 2 Meter minus 2,25 Quadratmeter, achso, 2 Quadratmeter und dann müssten wir es ja haben. Jetzt hingucken und große Frage, wo hängt es? So, jetzt haben wir es geklärt. Wir sind einem Trugschluss erlegen. Das geht ja alles, das ist alles richtig, richtig aufgestellt und so weiter. Und es könnte ja auch stimmen, nur ein Haken hat es. Und jetzt kommt der Haken. In Lilla sehen wir Folgendes, wenn das hier 1,5 Meter sind und wir dürfen nicht vergessen, Wurzel aus 2 ist rund 1,414 Meter, also ausreichend gerundet, dann sieht man wie folgt, 1,5 Meter ist länger als die längste Seite dieses rechtwinkligen Dreiecks, dann stimmt was nicht. Und damit lässt sich das so nicht bestimmen. Keine Angst, sowas kommt nicht raus, aber sowas kommt nicht in der Arbeit jetzt dran. Aber an solchen Klippen sieht man mal wieder, was Mathematik letzten Endes beweisen oder bewirken kann. Man muss es bloß sehen, dass oder man muss, das weiß man eigentlich auswendig, dass Wurzel aus 2 1,414 ist. Aber wenn man das nicht sieht, weil da Wurzel aus 2 noch da stand, erliegt man dem Trugschluss und sagt, hier kann das nicht rauskommen. Gut, bis dahin noch irgendwelche Fragen oder Bemerkungen. Das ist eines der schönsten Lehrstücke immer, solche relativ unmöglichen Aufgaben zu bauen, weil die zum Nachdenken anregen, eine Seite. Zweitens, wenn man selber einen Kram errechnet und an solchen Stellen dann hier, an solchen Stellen, wenn man dann hier plötzlich strandet und sagt, das kann ja gar nicht gehen, weil hier kommt ja eine negative Geschichte raus, wenn ich HH, ist ja dann Wurzel aus diesem Kram, aus minus 0,25 Quadratmetern, das geht nicht. Spätestens an der Stelle muss ich dann nachprüfen, was habe ich gemacht. Und das ist der ganze Hintergrund dieser Aufgabe gewesen, damit hat es funktioniert. Ich schließe das Video ab und in 5 Minuten haben wir Pause. Die wünsche ich euch dann schön.